Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Ghost Recon Wildlands. Moment. Und wir sind hier unterwegs zur neuen Mission, die wir gerade noch hier hatten. Hier! Haben wir sie da? Hallo? Elisario plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus. Und Akatari will es verteidigen. Ich dachte gerade kurz, die will weg, ja. Die Wahl, aber wenn sie ihm helfen, oh, wir müssen ein Mächtiger. Vielleicht. Mit dem Arzt der Rebellen muss ich sprechen. Wir werden da wahrscheinlich gleich ordentlich eingeheizt bekommen, vermute ich mal. Bin schon gespannt, was da auf uns wartet. Nähern uns der Klinik. El Emissario hat sich scheinbar noch nicht gerührt. Wir sollten dem Anführer der Rebellen unsere Ankunft melden. Gleich hinter dir, Boss. Okay, dann melden wir dem das mal. Munition und so haben wir alles voll. Das ist alles tutti. Hier durch geht's. Hier entlang. Doch wieder raus. Gibt's einen Hintereingang? Ja, gibt es. Und dann sind wir da. Et al, Kompass. Gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass El Emissarios Männer unterwegs sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. Darum sind wir hier. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Eingraben, bevor es losgeht. Okay. Die erste Flotte kommt hier am Eingangstor, glaube ich, lang. Habe ich ein fucking... Hier ist irgendwo ein Maschinengewehr aufgebaut. Wir haben sie aufgescheucht. Granate fliegt. Granate fliegt. Okay, Nummer 1 war easy. Jetzt kommt aber Nummer 2. Ich habe keine Mun. In dem lag doch gerade irgendwo eine Munitionskiste. Ach, egal. Also ich habe ja schon Mun, nur nicht die richtige. Dann kommt gleich wieder ein Auto. Wo ist es da? Bam, Ziel erledigt. Helikopter. Heli down, nice. Entdeckung! Hier mal kurz zurückfallen. Moon auftanken, wo gibt's die hin? Hier ist Moon. Okay. Aber bisher alles relativ easy, sag ich mal. Alle Tangos erledigt, Bereich sicher. Alle? Lol, okay. Hier auch am Ende relativ so easy. Hätten sie die Kacke in Okoro zum Dampfen gebracht. El Sueño weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. El Giorgio versucht seinen Enkel zu decken, hat aber einen schweren Stand. El Sueño verlangt eine Erklärung von El Emissario. Und El Giorgio versucht eine Lösung zu finden, die seinen Enkel am Leben hält. Was heißt das für uns? El Giorgio hat fast den ganzen Tag mit El Emissario telefoniert und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emissario steht im Regen und
Und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Okay, wir kriegen jetzt den Standort. Hoffentlich. Oder? Ja, da ist er. Wo war denn das jetzt? Ganz oben wieder. Oh Gott, gibt's da eine Schnellreise? Gibt es, dafür müssen wir aber erstmal die Dinger hier loswerden kurz. Bringen Sie El Emissario zu mir. Vielleicht ist er ja bereit für einen Deal. Hab ihn. Bam, okay. Blitzreise. Machen wir. Weil ich habe keine Lust, so weit zu fahren, Freunde. Aber dafür gibt's ja die guten Blitzreise-Dinger. Das ist immer ganz entspannt. Da kann man mal kurz aufs Handy gucken, gucken, ob es was Neues gibt, eine E-Mail sehen. Video Stand Up for Art. Irgendwas Patreon-mäßiges. Da habe ich mich auch irgendwann mal angemeldet. Ein paar Keys habe ich ja schon wieder im Briefkasten. Im Mail-Posteingang. Mal gucken, was davon die Tage alles so kommt. Fresh angezockt natürlich. Am Stissel mal wieder, Freunde. Schauen wir mal, was da alles so kommt. Hab heute mal ein paar Games angefragt, die ganz interessant klangen, fand ich persönlich. Deswegen habe ich die auch angefragt. Ne? Anschneiden, Leute. Okay, kriege ich jetzt mal die Mission hier wieder? Bin drin, vorwärts. Wäre doch super, oder? Zugeteilt. Hier. In Okoro herrscht Chaos und Suenio will El Emissarios Kopf. Nicht mal El Jajo kann ihn mehr schützen. Bringen Sie El Emissario zu mir. Vielleicht ist er ja bereit für einen Deal. El Emissario müssen wir jetzt uns schnappen. Schauen wir mal, was es wird, Freunde. Bin gespannt, ob wir den so einfach da rauskriegen. Uiuiui. Was hat das Auto da gemacht? Man weiß es nicht. Bei manchen Autos weiß man echt nicht, was ist hier los, ne? Immer schön ein bisschen driften und dann geht die Party wieder ab, Freunde. Uiuiuiui. Hier entspannt dran vorbeifahren. Der wird schon nichts machen. Okay, der wird aber was machen. Nein, ich bin getötet worden. Okay, das wird doch schwerer als gedacht, glaube ich. Aber natürlich trotzdem möglich. Jetzt werden wir erstmal geheilt. Jetzt dürfen wir nicht direkt wieder sterben. Erstmal hier wieder raus. Wieder rein. Draußen ist Unidad unterwegs. Kommt, zeigt euch. Granate kommt, komme Mierda, Culeros. Bien, Kamalana. Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen El Emissarios Männer. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir das ohne euch nicht geschafft hätten. Nicht der Rede wert. Wir setzen mal es auf gespannt, wie hoch wir noch. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emissarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff ist lebenswichtig, Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Okay, erstmal. Ich weiß, dass er viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emissario ist soeben abgetreten. Checkt selbst aus, statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Hab wen dazu getrieben? Hör auf mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Okay, durchsuchen auch noch.
schwerer werden als gedacht. Werde ich hier getroffen? Ja, werde ich. Scheißdreck. Jetzt gerade werde ich hier kurz nicht mehr getroffen. Deswegen schnell durchsuchen. Hey, da ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emissario gefunden. Ist tot. Was ist passiert? Gucken wir mal kurz bei der Kartellübersicht. El Emissario ist tot. Jetzt können wir zu La Gringa schon, lol. Ich dachte, El Yayo müssen wir erst töten. Warum auch immer hier nur 5 von 4 Dingern sind. Oder Selbstmord. So. Hat El Sueño eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jajo schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Mhm. Kann ich hier nicht runterspringen? Ich will doch nur zum Heli da unten, ne? Gibt's doch nicht. Ich will nämlich kurz hier wegfliegen, ganz gemütlich. Aber dann muss ich wohl hier runter. Und sterb dabei. Okay, ist aber egal, wir haben ja eine neue Mission. Also alles tutti, sag ich mal. Wir haben ja El Emissario gefunden. Alles gut, also außer dass der tot ist natürlich, das ist jetzt nicht ganz so praktisch, sag ich mal, aber da musste ich ihn wenigstens nicht töten, hat also auch Vorteile. Eieiei, haben wir denn schon eine neue Mission? Doch hier, da war was. Das ist hier, okay, da reisen wir hier hin, Blitzreise, und dann schauen wir mal, was wir da noch machen müssen jetzt. Eieiei, Freunde, da ist ja wieder ein bisschen Action geboten gewesen. Auch wenn wir am Ende gestorben sind, war aber ja egal, weil wir die Mission erledigt hatten. Da kann man quasi immer so Kick and Rush machen, nennt man das ja. Wenn man da so durchrusht, könnte man theoretisch immer machen. Aber natürlich wollen wir die Mission auch teilweise ordentlich beenden, sag ich mal. Wo war jetzt die Mission? Die ist neu. Spezialtransport. Dadurch, dass wir die noch nicht haben, können wir auch noch... Los geht's. Weitermachen, sag ich mal. Jetzt wird sie uns wieder angezeigt. Okay. Voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Okay, okay, okay. Mal gespannt, wie weit wir das schaffen. 100% hat er. Wir müssen natürlich möglichst viel retten, sag ich mal. Mal gespannt, ob wir das schaffen. Und dann hätten wir dieses Gebiet hier auch schon wieder fertig. So weit, so gut, sag ich mal. Truck näher? Ich weiß es gar nicht. Also, kommt der näher, fährt er in unsere Richtung. Das war sowas. Ich guck mal kurz. Bewegt er sich überhaupt? Das wäre so die andere Frage. Bewegt er sich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay, das ist Unidad-Gebiet. Da müssen wir natürlich aufpassen. Da oben ist wieder irgendeine Unidad-Zentrale, Unidad-Irgendwas. Nach Möglichkeit keine Patrouille alarmieren. Das wäre so das Beste, was uns erstmal passieren kann. Drohne fliegt. Schicken wir erstmal eine Drohne hoch. Wagen mit montierter Waffe. Mörser, ich sehe das Paket. Holen wir es uns. Noch ein dritter.
Hab noch einen. Macht 5. Scharfschütze im Turm. Wo ist denn hier die... Haben die keine Alarmanlage? Okay. Das war's mit ihm. Habe ich keinen Schalldämpfer mehr dran? Das war ziemlich laut, oder? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich mach mal hier kurz wieder den Schalldämpfer dran. Keine Ahnung, warum hier keiner dran ist. Laufmündung. Locker bleiben. Hab mir jetzt das Shortcut nicht gemerkt. Gegner getroffen. Der Impfstoff muss schnellstmöglich zu Kataris Leuten. Also rein in den Laden, den Laster kapern und nichts wie weg. Verstanden. Schick mal hier kurz noch eine Drohne hoch. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe 10. Es sind doch gar nicht so wenige da oben. Knapp daneben. Wer will wissen, wo das herkam? Fuck. Jetzt werden wir viel Spaß haben können. Das ist ein Treffer. Nasenbeschuss. Da kommt schon die erste Patrouille an. Die DOT-Patrouillen Stufe 2. Puh. Orden finden. Man gönnt sich ja sonst nichts. Eine Auszeichnung. Hier ist verzeichnet, wo der Orden ist. Mann am Boden! Mann am Boden! Tango ist tot. Da ist ein Tango! Wow, wow, wow! Fuck! Wie sollen wir das da schaffen, ne? Wir müssen echt so machen, dass uns keiner sieht. So ist schon, also so kann es nur noch schief gehen, glaube ich. Das war knapp. Das wird wieder. Ich bin unterwegs. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Der Mörser hier kann mir doch egal sein, oder? Ja, kann. Ne? Kann er mal probieren, da einfach hochzulaufen? Er ist getroffen. Mörser in Deckung, verdammt!
dem Truck hier einfach rauszufahren. Das klappt. Komm, komm, komm. Radio aus. Fuck, fuck, fuck. Ja. Wenn hier kein Apache hinzukommt, könnten wir das schaffen. Uiuiui, 29% gerade. Und 4 Unidad-Patrouillen hinter uns. Das ist natürlich schon so eine Hausnummer. Wir sind nur noch gejagt. Das heißt, offiziell sehen wir uns gar nicht mehr. Oh, come on, bitte. Jawohl, Unidad-Patrouille verloren. Hat Patrouille alarmiert, aber nur Stufe 1. Alles easy. Ich würde jetzt so gerne Querfeld einfahren, ne, aber 29% lügen nicht. Freunde, wir können das schaffen. Katari, hier Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Bravo, mein Freund. Fahrt vorsichtig. Die Glasampulle mit dem Impfstoff sind sehr zerbrechlich. Eine zu schnelle Kurve und... Schon klar, wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Eine zu schnelle Kurve und... Uiuiui, da wäre es fast soweit gewesen. Hier sind auch nochmal Rebellen direkt. Auch nicht so nice, aber passt schon. Hier war das Krankenhaus, oder? Was war hier? Nee, Krankenhaus ist hier nicht. Ihr Team hat Santa Blancas Stellung im Kokaingeschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wettzumachen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich melde mich wieder. Okay, die meldet sich wieder, hat sie gesagt, aber noch hat sie sich nicht gemeldet. Wir haben aber hier alles fertig soweit. Also, wir haben den getötet. Das ist schon mal die Hälfte wert, sag ich mal. Haben wir hier Einsätze? Gesperrt. Okay. Haben wir hier Einsätze? Wo müssen wir hier hin? Keine Ahnung. Uiuiui. Ui. Katari, hier Nomad. Das Paket wurde abgeliefert. Es gehört dir. Danke, Kumpa. Ich stehe in eurer Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Eieiei. Okay, okay. Ja. Ich würde in der Tat sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.